Kronjuwelen 1715 bis 2009. Im Besitz von Aschaffenburg. Das war einmal. Jetzt sind sie nämlich mein. Diese blöde Probe! Beruhigt dich! Oh Mann! Karakondo! Ich halte ja schon wieder um! Warte, das ist interessant. Ein Diebstahl im Schloss Johannesburg erschüttert Aschaffenburg. Eine maskierte Räuberin hat die Kronjuwelen im Wert von 1 Million Euro gestohlen. Bisher ist sie unauffindbar. Hier ein Live-Statement von der Aschaffenburger Bürgermeisterin Jenny Baumann. Das ist ein Schicksalsschlag für unsere Stadt. Ich hoffe ja schwer, dass die Polizei die Diebin bald fasst und die noch nicht mehr Unheil anrichtet. Die Suchaktion läuft auf Hochtouren. Und nun das Wetter. Katakombo TV. Das ist ein Fall für uns! Eine gute Idee. Ich guck mal, wie die Schuhgröße aussieht. Irgendwie, Moritz, kommen mir die Schuhe und die Abdrücke einfach total bekannt vor. Schau mal in der Verbrecherdatei nach. Da, ein Treffer. Der Fußabdruck passt zu Paula Plompfuß. Sie wurde letzte Woche aus dem Gefängnis entlassen und hat schon sehr viele Diebstähle hinter sich. Die Schiedsrichter-Champions! Hi, ich bin Lea Behl und im Film spiele ich die Diebin Paula Plumfuß und die Bürgermeisterin Jenny Baumann.